Jo, hi, hier ist der Oliver von Session und ich zeige euch von Blackstar den ID Core 100. ID Core 100 und normalerweise spiele ich ja in Videos nicht mehr so mit besonders vielen Effekten, aber in dem Fall hat es mich mal ein bisschen rumgerissen, weil der ID Core von Blackstar ist natürlich ein Modeling Amp oder vielmehr Digital Amp, der auch die Effekte schon mit an Bord hat. Insofern lohnt es sich da auf jeden Fall auch ein bisschen spendierfreudiger zu sein. Was mir natürlich auffällt, ist halt super geil. Es gibt dieses Super Surround Stereo Bild, was der Amp abbildet. Das müsst ihr euch echt mal erleben im Laden, euch mal vor einen Amp setzen. Das ist unfassbar, weil die Gitarre ist in der Mitte und der Hall und das Echo sind wirklich links und rechts davon an den Ohren. Sehr, sehr interessant. Und natürlich handelt es sich um einen sehr, sehr preiswerten Amp, den man aber absolut auch für zu Hause verwenden kann. Oder den man absolut auch für die Bühne verwenden kann. 100 Watt, wie gesagt. Und wenn man mal auf die Bedienoberfläche schaut, hat man ganz normal die Möglichkeit, über Gain, Volumen und über den Dreiband-EQ den Sound einzustellen, wie bei einem richtigen Röhrenamp. Das ist eigentlich gar kein Unterschied, außer dass ich halt die Möglichkeit habe, verschiedene Amps anzuwählen und die auch zu speichern. Das macht natürlich so ein Digital-Amp sehr, sehr nützlich, vor allen Dingen auch dann, wenn ich per USB den noch an meinen Rechner anschließen kann und über eine Editier-Software auf die Models zugreifen kann, auf die Effekte zugreifen kann und ihn noch nehmen kann als Interface für eine DAW, also wenn ihr Logic habt oder GarageBand oder Cubase, wie auch immer, könnt ihr direkt über den Amp auch auf die DAW spielen. Also das ist natürlich so ein Paket, was man dann so bekommt, also Übungs-Amp, Bühnen-Amp, wenn man so will, und auch wirklich ein Interface, was es natürlich für den Preis sehr, sehr interessant macht. Und vor allen Dingen dieses Surround-Ding hat es mir wirklich angetan. Okay, ich gehe mal auf eine Gain-Stufe runter, das wäre dann Crunch. Lass den Hall gerade mal an. Was mir natürlich immer wieder auffällt, ist neben dem langen Hall, ich muss es ein bisschen kürzer machen, dass sich natürlich der Amp beim Hochregeln oder wenn ich so merke, das Gain wird dicker oder wie ein echter Röhrenamp verhält. Ne? Und das zeigt mir dann, dass Modeling durchaus funktionieren kann. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn man es einfach auch gut macht. Und man merkt vor allen Dingen, es hat nichts mit so einer Transistor-Dioden-Verzerrung zu tun, sondern es ist echtes Röhren-Modeling. Und Röhren-Modeling heißt es deswegen, weil es natürlich von Röhren abgemodelt ist. Ja? Ich gehe mal mit Gain-Stufe runter noch. Da habe ich hier Clean Bright. Ein sehr, sehr geiler Clean-Sound. Achso, ja, übrigens, diese ESF, sehr, sehr geile Regelung von Blackstar. Habe ich die Möglichkeit, die Mitten ein bisschen zu voicen. Ja, rechts. Rechtsanschlag habe ich ein bisschen so einen ausgehöhlten Sound. Links sind die Mitten wieder da. Das heißt, ich habe im Prinzip diese stufenlose Möglichkeit zwischen zwei, ich sag mal, Amp-Settings so ein bisschen hin und her zu morphen. Ja, so empfinde ich das. Man sagt ja zwischen britischem und amerikanischem Sound. Das hat sich Blackstar damals einfallen lassen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, weil ich kann wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Amp-Modellen, natürlich auch noch hin und her
morphen, wie ich es halt haben möchte. Ne? Und was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, der Amp ist ja sehr klar, ne? Wenn ich es so will hier, dieses schöne... Ich habe dann natürlich die Möglichkeit, über die Modulationseffekte ein bisschen Chorus draufzulegen, wenn ich das möchte. Ich mache mal Modulation an. Da ist er. Das ist natürlich geil, wenn man daheim einfach ein bisschen so die Effekte sich suchen kann, die man so braucht, ohne sich gleich Multi-Effekt dazu zu schalten. Natürlich ersetzt das kein Multi-Effekt mit Superfunktionen und ersetzt auch nicht Einzeleffekte. Aber es ist halt geil, alles an einem Henkel zu haben. Apropos Henkel, der Amp ist sehr, sehr leicht. Ja? Also wirklich, wirklich auffällig leicht. Das heißt also gar kein Problem, 100 Watt Amp mit auf die Bühne zu schleppen. Hat sehr, sehr leichte Speaker. Derer auch zwei, deswegen hört ihr das auch wie praktisch mit zwei Mikrofonen, aber nicht Stereo, wir haben es jetzt im Monomix. Und wenn ich jetzt auf Modulation gehe, oder ich gehe gerade mal auf den Super Crunch. Das ist natürlich geil, über den Modulationseffekt gibt es so diesen geilen Harmonizer-Effekt und nicht nur eine Oktave runter, sondern auch eine Oktave rauf. Ja, das heißt, je nachdem, wo ich hier den Regler stehen habe bei Effekt. Jetzt habe ich ein bisschen gehuddelt, der hat sich ein bisschen verschluckt oder ich habe mich verschluckt. Aber es ist natürlich geil, wenn so ein Octaver mal an Bord ist, da kann man das auch mal machen. Und eins der geilsten Features, den der Amp hat, ist natürlich, wie sich das für einen richtigen Modeling-Amp gehört, der Looper. Was ihr natürlich gehört habt, ist, dass ich währenddessen der Looper lief, beim Amp die Sounds umgeschaltet habe und das ist sehr, sehr komfortabel. Das heißt, ihr könnt euch einfach einen Sound aussuchen, mit dem ihr irgendeine Akkordfolge spielt, dann natürlich im Takt den Loop treffen. Das muss ich selber auch mal so ein bisschen üben und dann einfach schauen, welchen Solo-Sound man dazu spielen möchte. Und das macht natürlich einen Höllenspaß, klar. Sowas funktioniert natürlich nur mit einem Digital-Amp oder vielmehr mit einem Amp, der diese ganzen modernen
Features unter einen Hut bringt. Und da ist natürlich Blackstar eine absolut geile Marke, vor allen Dingen auch in dieser ID-Core-Serie. Ich meine, ihr kennt natürlich schon die kleinen, den 20er, den 40er und jetzt gibt es den 100er und den 150er obendrauf. Und Blackstar ist natürlich eine britische Firma, habe ich auch schon oft erzählt, wenn die Amps im Video waren, sind die Jungs oder waren Jungs von Marshall, die bei Marshall gearbeitet haben und sich irgendwie auf in die Welt gemacht haben und gesagt haben, ey, wir machen jetzt unser eigenes Pferd und da gibt es sehr, sehr geile Amps von der Firma. Wisst ihr natürlich schon und natürlich unter anderem auch die ID Core Serie. Wieder fast am Ende. Ich habe schon von Blackstar den ID Core 100 gezeigt und sorry, dass es am Ende ein bisschen viel Hall und Delay wurde, aber bei so vielen Effekten im Amp werde ich natürlich auch selber mal zum Spielkind. Und das ist natürlich eine geile Geschichte, weil der Amp hat so viele Features, die ich vielleicht auch gar nicht alle aufzählen konnte. Insofern schaut mal auf unsere Webseite, da stehen die ganzen Specs und spielt den Amp vor allen Dingen im Laden an mit dem White Stereo Build. Mir ist Spaß gemacht. Ja, tschüss.